Hauptsache, die klatschen, wenn ich dann mit voller Karacho gegen dieses Ding, gegen diese... Hauptsache, die lachen mich aus. Ist euch mein Leben auch was wert? Hey, ich bleib vorne. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 3 auf dem PC, Folge 13. Ja, an der Musik habe ich jetzt einiges getan, und zwar spiele ich jetzt im Hintergrund meine eigene Playlist ab. Von ausschließlich No Copyright Songs, bedeutet, da können wir so viel Musik hören, wie wir wollen. Da werde ich sicherlich jetzt keinen Konflikt mehr bekommen, dass da irgendwas raus, dass ich da irgendwas rausschneiden muss oder dass meine Stimme dadurch sich komisch anhört. Ist nicht mehr, wir machen jetzt weiter. Da können wir gleich mal der Musik lauschen, ne? Wunderschöne Musik. So, wir haben eine Menge zu tun. Und zwar müssen wir erstmal auch, genau, die aktive Meisterschaft erledigen. Und da fahren wir jetzt hin mit unserem schönen 1000 PS Bullen Dodge Charger RT. Natürlich weiterhin viel Spaß bei diesem Let's Play. Ich werde mir dann diese Aufnahme mal anhören. Wenn die Musik zu laut sein sollte, dann mache ich das in der nächsten Folge dann natürlich auch wieder leiser. Ich habe gerade noch so einen kleinen Test gemacht. Und da war es zu leise, das habe ich jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ich meine, man hört das Auto immer noch sehr gut im Vergleich zur Musik. Also ich höre es zumindest auf meinen Kopfhörern so. Und der hat das in der Aufnahme ja in etwa gleich gemacht. Okay. Aus dem Weg da. Geiles Auto. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob wir jetzt nicht den Corvette nehmen. Der hat weniger PS, aber ist genauso schwer zu bändigen. Nee. Ich fahre die Meisterschaft jetzt damit. Meisterschaft fortsetzen oder... Ne, also... Komm. Wir bleiben dabei. Wir nehmen den. Jetzt muss ich nicht immer so unnötiges Zeug labern während dem Laudevorgang. Wir können einfach der Musik zuhören. Ja? Ist ja schick. Ist doch viel besser so. Ich muss nur da jetzt immer darauf achten, dass bei Forza das Radio aus ist, weil ich lasse im Hintergrund das laufen, weil das interne Groove-Radio, das geht irgendwie nur, wenn man sich diesen kostenpflichtigen Pass da geholt hat. Es geht auch so. Ja, passt. Los geht's. Ich komme wieder nicht weg. Oh, die Straße ist auch noch nass. Klar. Ah, wir kommen gut weg. Ja, er zieht gut an. Ah, wenn ich das Schalten jetzt hier nicht vergessen hätte. Oh Gott. Er lenkt gar nicht. Als ob sich diese da schon wieder absetzen, ne? Ah, die fahren auch genauso schnell. Die sind auch genauso... Okay, doch nicht. Ja, gut, bei 300, aber... Ist auch besser so für mich, denn so kann ich schön aufholen. Beziehungsweise überholen. Und ich dachte mir, ich mache jetzt doch mal ABS an. Dass ich auch, während ich bremse, dann auch lenken kann. Weil das Rad nicht blockiert. Das ist durchaus vorteilhaft. Ich bekomme zwar so 5% weniger Geld, aber... Okay. Der Wagen ist mal überhaupt nicht zu bändigen auf nassen. Die überholen mich ja hier wieder. Nix da. Der Sieg gehört mir. Mit der Musik. Die Musik ist mit uns. Jawohl. Ja, jetzt durch die ganzen Reflexionen hat der PC ein bisschen zu kämpfen. Ja, so kann man viel besser fahren. So komme ich ja viel geschmeidiger um die Kurven. Hauptsache, die klatschen, wenn ich dann mit voller Karacho gegen dieses Ding, gegen diese... Hauptsache, die lachen mich aus. Ist euch mein Leben auch was wert? Hey, ich bleib vorne. Ja, jetzt geh mal bitte hier wieder zurück auf flüssig, das wäre ganz nett. So, komm.
Nee. Da ist er dann, hat sich dann verabschiedet. Hallo? Junge, als ob dieser Gang so zieht von dem. Ja, ich zieh noch mehr. Ich weiß, wieso der bremst, ne? Hey, als ob er sich da vorne wieder verschanzt. Das kann doch nicht sein. Noch mehr bremsen jetzt. So. Boah, das war doch perfekt. Boah, das Rennen ist ganz schön lang. Nichts da. Boah, also nass und dann scheint die Sonne drauf, ist bisher die schlechteste Performance. Ja, sehr schlechte Performance. Tut mir sehr, sehr leid. Das wird nach dem Rennen hoffentlich wieder vorbei sein. Bei Rennen schluckt der Rechner auch sowieso grundsätzlich viel mehr Performance als im Freifahrtmodus. Apropos freie Fahrt. Er verschanzt sich. Ja, apropos. Wir haben noch ein Auto, was wir noch nicht gefahren sind. Den Scheunfund. Und das werden wir auf jeden Fall noch tun. Wo sind denn die hin? Sind die verschwunden? Ja, klar sind die verschwunden. Erster Platz. Hä, wo sind denn die? Ist das ein Bug? Oh, ne, doch nicht. Jetzt, ach, jetzt kommen sie alle angedüst. Okay, da haben wir schon ein bisschen viel Vorsprung gehabt jetzt. Egal, alles kein Ding. Wir haben ja sowieso nicht volle Punktzahl. Wir sind tatsächlich nicht Erster geworden. In allen Herausforderungen, in der einen mussten wir uns mit dem Zweiten begnügen. Aber kein Ding. Noch eine Meisterschaft. Du weißt sicher nicht mehr, wie viele es sind. Zum Glück habe ich den Überblick. Das freut mich, dass du den Überblick hast. Das ist auch besser so, weil ich blick da nicht durch. So, wir bekommen wieder ein bisschen Cash und wir bekommen wieder ein bisschen EP. Und haben immer noch... Ach komm, den Stufenaufstieg hätte es mir doch geben können. Mensch, Mensch, Mensch. Und es gibt eine Menge. Alter, yep. Da haben wir die nächste Erweiterung. Beziehungsweise ein neues... Ein neues Festival eröffnen. Jetzt wird's interessant. Wir eröffnen eine neue Festival. Ich habe eine Liste der möglichen dritten Locations. Sieh sie dir einfach auf der Karte an. Ich erledige den Rest. Jetzt wird... Der natürliche Lebensraum von Kängurus, Reptilien und Geländewagen. Oder das Yarra Valley, Australiens Weinlandschaft. Perfekt, wenn du beim Fahren draußen auch mal was Grünes vorbeischimmern sehen willst. Ehrlich gesagt ist die Entscheidung jetzt ziemlich schwer, weil Wüste habe ich eigentlich, das ist ja Gelände, obwohl, dann bekommen wir Geländewagen und hier bekommen wir halt Rallyewagen oder was. Abgesehen davon ist da ja der Airport und so. Wir fahren hier hin, komm. Das wird dann zwar dauern, bis wir dann hier fahren, aber das Outback ist ja das Neue im Vergleich. Aber keine Eile, das ist Australien. Das Outback geht so schnell nirgendwo hin. Es wählten offensichtlich nur 42%. Das ist eine nicht so beliebtes Outback. Ich wollte es jetzt eigentlich auch nicht nehmen, aber das ist ja jetzt die Landschaft, die mit Abstand anders ist zu Forza Horizon 2. Ich habe das zwar nie gespielt, aber... Ah ja. Okay. So, wir fahren dahin. Obwohl, Problem ist, wir haben hier noch so viel zu tun. Egal. Wir fahren zum Festival und holen uns jetzt den Scheunfund ab, den wir da mal damals freigeschaltet haben. Und mit dem fahren wir dahin. Von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Der Kandidat ist irgendwo in diesem Gebiet. In 400 Metern links. Das freut mich. Jetzt aber nicht. Wir fahren da jetzt nämlich erstmal zu dem Festival. Boah, bis man dieses Spiel mal hier durchgespielt hat, da vergehen noch ein paar Folgen, das kann ich euch sagen. Schnell rein, bevor irgendwas passiert. Ich will dieses schöne Auto nämlich nicht kaputt machen. So, wir gehen in den Fuhrpark. Ja, meine Autos. Ah ja, wir haben so... Achso. Ja, wir haben den ja mal im Wheelspin gewonnen. Dieses Auto hier. Mein erstes Schick, der Honda. Der ist aber auch noch nicht so gefahren.
Der König der Gera, richtig geiles Auto. Der Uwe ist geil. Wo ist er denn? Haben wir den nicht abgeholt? Aber wir haben den noch gar nicht abgeholt, kann das sein? Das kann sein. Ah, ah doch, da steht doch. Ah. Ah, wir müssen den erst abholen. Ein Dino, ein 246 GT mit größerem Motor. Der schnurrt so sanft wie damals, als er vom Fließband gelaufen ist. War aber nicht gerade leicht, den Mief aus dem Sitzen zu bekommen. Ja, das ist gut. So, Leistung pur reicht mir noch nicht. Wir müssen da noch ein bisschen was auftanken. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich den erstmal so fahren will, wie er ist. Und wenn wir dann da sind, im Outback, dann rüsten wir ihn auf. Ja, so klangen die alten Ferraris. So muss der klingen. Ja, so muss der aussehen. Gut gelungen. Jetzt hat er hier offensichtlich meine Route vergessen, dass ich da hin will. Also auf geht's. Wir dürfen über die Autobahn brettern. 11 Kilometer. Wir machen uns auf den Weg. So. Boah, der kommt ja gar nicht. Okay, der kommt nicht so aus dem Schwung, wie ich jetzt gedacht hatte. Okay, man muss sagen, es ist ein ziemlich alter Oldtimer. Die haben natürlich nicht so viel Kraft, wie man jetzt will, aber... Ich glaube, ich werde in der nächsten Folge mal noch mal ein bisschen an den Einstellungen rumfuschen. Das jetzt dadurch, dass Grove noch im Hintergrund läuft und so, das ist dann doch ein bisschen zu viel hier für meinen PC. Ist jetzt auch nicht mehr der neueste, muss ich jetzt sagen. Man kann zwar noch alle Spiele darauf spielen, aber maximale Details kann ich vergessen. Ich will erstmal ganz kurz schauen, was dieses Ding drauf hat. Okay, er kann 233 fahren. Okay. Was passiert denn, wenn ich den Reifendruck erhöhe? Bisschen mehr Reifendruck. Verändert nicht wirklich was. Das verändert nicht wirklich was. Zurück. Nein, nicht anwenden. Wir fahren. Achso. Ja, nee. Also, wir machen uns jetzt auf den Weg hier. Ich will das in dieser Folge noch bis dahin schaffen. Gerne. Er braucht über 7 Sekunden 0 auf 100. Also, da müssen wir aus dem Wagen noch ein bisschen was rausholen. Hallo! Ein bisschen Rücksicht nehmen! Das ist ein seltenes Auto. Der nicht aus dem Pott kommt. Ist ja bisher dann mein schlechtestes Auto hier. Das ist ein Ferrari, der muss seinem Namen noch gerecht werden. Da bauen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was Besseres rein. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ich will auf dem Ding die 300 sehen. So viel will ich schon mal verraten. Und die werdet ihr auch noch sehen mit dem Ding. So. Jetzt werden wir hier erstmal schön... Ja, wir haben wieder einen. Hey, ich hab... Was ich nicht leiden kann, wenn er meinen hier nicht annimmt. Was bekommen wir? Lexus LFA ist ein geiles Auto, aber Geld... Wir haben eigentlich Geld, aber wir bekommen 40.000. Toll. Okay, geht auch. Wir haben auch noch einen Fähigkeitenpunkt, aber da warte ich noch. So, komm jetzt. Voll Stoff. Was für eine Wahnsinnsbeschleunigung. Ich bin beeindruckt. 160 km/h, Leute. Kurve. Warum bin ich gerade gegen den gefahren? Ich wollte den Knüppel nicht voll eindrücken. Komm, Vollgas. So, wir befinden uns in einer... In eine Konvoi. So, die folgen mir jetzt auch. Jetzt mal, wie lange vergeht denn hier, bis ich mal schalten muss?
Der zieht mich ab, Alter. Der Wagen zieht überhaupt nicht. Nicht mehr in den Weg stellen. Ich will hier Topspeed rauskriegen. 2,33 war es doch, oder? Das schafft er auch mit dem vierten Gang. Ja, freut mich. Mann. Okay, bei 200 ist Schluss. 214. Jetzt geht's gerade bergauf. Oh, lasst mich doch aus dem Weg. Oh, jetzt habe ich hier keinen Stoff. Warum habe ich das hier gemacht? Jetzt Kolonnenrennen, ja klar. Ich habe ja noch nicht mal eine Chance, weil ich hier keinen Topspeed drauf habe. Das werde ich jetzt nicht machen. Also wenn der Motor richtig aufdreht, so wie bei diesem Ferrari hier bei über 7000 Umdrehungen, dann ist der Vergleich zum Spiel und Musik ganz in Ordnung. Ich komme einfach nicht über die 214. Ja, ja. So, komm jetzt. Nicht lecken, danke. Hier läuft es ein bisschen besser, weil hier nicht so viele Gebäude stehen. Ich will vielleicht auch nochmal von ultimativer Grafik auf hohe Grafik stellen, dann wird es immer noch super aussehen. Nein! Ja, hier ist Ende. Schauen wir noch was? Ja, er beschleunigt noch, aber... Das ist mir zu wenig. Hä, wo denn? Hier ist doch gar keine Straße. Oh, Ferrari im Gelände, sehr gut. Hauptsache, die sind jetzt schon wieder hier. Die teleporten sich. So, come on. Bauen. Damit haben wir unser drittes Festival von vieren wahrscheinlich. Würde ich sagen. Und schwupp, die Bibliothek, das ist ja wunderbar. Zack, ist das Festival schon da. Erfolg freigeschaltet. Supi. Die Leute haben ihren Spaß bei 50 Grad im Schatten. Ich hätte dort keinen Spaß. Egal was für geile Karren. Da stehen. Wir wollen eine Meisterschaft auf jeden Fall mit diesem... Ich hab mir die Lage vom neuen Festival angeschaut. Echt spektakulär. Weißt du, was zu den Zelten und den Fahnen passen würde? Eins von diesen. Ja, wir bekommen ein angemessenes Auto. Gratis. Schick. Was haben wir hier? Alumicraft Class 10 Racer Car. Ariel Nomad. Von Ariel. Geil. Und den Panel The Chola. Den bin ich im Intro gefahren, was ihr leider nicht gesehen habt, weil ich da in der ersten Folge noch ein paar Aufnahmeprobleme hatte am ersten Tag. Wer hat die bessere Beschleunigung? 7,58 Coin. Alles klar. Den sind wir doch in der Löffelliste gefahren. Der war geil. Weil der hat die Reifen so durchgedreht. Der ist aber von 2016. Nehmen wir. Gratis, ey. Den muss man doch zuschlagen. Das Gute muss man nehmen. Das muss man machen. Ah, mir gefällt. Seht ihr? Das ist das, was ich meine. Nicht zu jedem Auto passt schwarz. Die Farbe ist perfekt. Das sieht nicht schön aus, ehrlich gesagt. Nehmen die. Nehmen wir. Gratis. Zack. Ich wollte jetzt... Andererseits, wenn wir jetzt hier eine Meisterschaft fahren, dann wird es ja im Gelände sein. Und da will ich den Ferrari jetzt wirklich nicht fahren. Voll mit so wenig Power. Fahren wir mal vielleicht ein Fanrennen. Ah, dieses Lied finde ich geil. Wir machen noch irgendwas draus. Also den motzen wir. Wieso geht er jetzt raus? Ich habe doch auf Bearbeiten gedrückt. Ah, der Motorensound klingt auf jeden Fall gut. Aber die Location Scouts haben schon Sonderziele ausgemacht. Die sind ziemlich furchtlos. Ich habe ihnen nichts von den Schlangen erzählt. Du bist sowas krank. So, wir müssen jetzt irgendwas machen.
Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge machen wir dann hier praktisch diese Musik, ne? Oh. Okay, wir haben hier ohne. Ja, wir haben ein paar Sachen. Da können wir hier ein bisschen durchs Outback brettern. Ja, ich bedanke mich damit mal wieder ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bla 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 und so weiter. Ich bedanke mich nochmal wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.